Hi Leute, willkommen zurück zu Onet, zu Earthbound, der Stadt Onet. Und wir stehen immer noch neben dem Drugstore und erkunden jetzt mal ein bisschen weiter die Stadt. Es ist ja noch, einiges ist hier noch. So, wo waren wir jetzt überhaupt schon überall? Warte mal. Wir waren beim Essen, ne, beim Shop, genau, haben uns ein bisschen Ausrüstung gekauft. Dann gehe ich doch. Der Drogerieshop. Den Drogerieshop. Er ist im Osten, Mann. Osten ist das Gegenteilige von Westen, Mann. Oh. Okay, der will uns da nicht reinlassen. Alter, wer sind Sie denn, Mann? Ein Mädchen namens Paula lebt in Tucson. In Tucson. Zwei Söhne. Tucson. lebt in zwei Sohn. Ihre Mutter ist in einer Vorschule. Außerhalb ihres Zuhauses. Ich erinnere mich nicht an den Namen der Schule, aber ich habe gehört, dass Paula wirklich speziell ist. Warum sie speziell ist? Ich habe vergessen zu fragen. Tschüss. Wie sieht der denn aus, Mann? Ganz komische Rasterlocken mit so einer Sonnenbrille. Achso, halt. Check. Willkommen zum wunderschönen Onet. Die wilde Blume von Engelsland. Nein, Eagleland. Da. Alter, hier sind so viele Häuser, ey. Was ist denn hier los? So, okay, wer wohnt hier? Ganz kleines Haus nur. Hallöchen. Ah, die Stadthalle ist im Osten. Du weißt, wo die Sonne aufgeht. Ah, ja, die Sonne geht im Osten auf. So. Oh, wieder zu. Wenn du was verkaufen willst, oder irgendwie sowas, dann hau ab, Mann, wenn du uns Zeitung verkaufen willst. Wir lesen keine Zeitung. Und wir wollen auch keine Milch oder sowas. Okay, dann lass mich doch in Ruhe, Mann. Okay, hier sind ein paar Typen ganz schön fies. So, wer wohnt hier? Keine Probleme hier. Mann, ich will gucken, wer da wohnt. Wer wohnt denn hier? Oh Gott, wer sind Sie denn? Ich bin von der nächst weit, weit, weit entfernten Stadt hergezogen. Die nächste Stadt, das ist, was war nochmal Ihr Name? Ach ja, die Polarstern-Vorschule. Die Vorschule ist in Paulas Haus. Paula benutzt, wie nennt man das nochmal? Ach ja, Magie. Was zur Hölle? Paula kann Magie benutzen? Tja, Leute, Magie hier in dem Fall ist das ja. Oh Gott. Alter, mitten in der Stadt! Fies! Okay, oh mein Gott, Mann. Ein Hund greift dich an. Ein entlaufender Hund. Und der macht die Bissattacke. Oh, nur ein KP? Geil. So. Zack! 11 Schaden machen wir schon zu dem entlaufenden Hund. Oh, schön, dass das jetzt viel besser ist mit dem Text. So wie jetzt, scrollt, ist alles in Ordnung. Ich hab noch gar nicht die Hintergründe in Kämpfen angesprochen, oder? Alter, wir sind ja voll immer auf so einen LSD-Trip irgendwie. Das ist komisch, das viele bunte Farben immer. Die 90er. Frag mich nicht. Oh, das ist noch so ein Hund. Scheiße. Mann, hau doch ab. Lass mich rein. Der Hund entführt mich hier. Oh. Ja, das ist ja mal ein bescheidenes Haus. Nur so zwei Sofas drin. Oh Gott, und eine Lampe. Okay, Mann. So, da ist das Krankenhaus. Ich denke mal, da kann man sich heilen. Oh, wer sind Sie denn? Hallo, eine alte Oma. Wenn du und deine Freunde... Was? Unkonzentriert? Oh, was ist das denn? Unkonzentriert, sag ich einfach mal. Wenn du und deine Freunde unkonzentriert werden, dann solltet ihr das Krankenhaus besuchen. Ich würd einfach mal sagen, ja, wenn ihr geschwächt seid oder so, solltet ihr ins Krankenhaus gehen. Da solltest du mit der Krankenschwester an der Rezeption reden und dann will sie deine Freunde und dich wieder heilen. Ja, ist ganz schön nett, sich daran zu erinnern, aber ist okay, wenn du es vergisst. Alles klar, Mann. Danke, liebe Oma. So, das ist die Stadthalle. Da kann ich immer nach Infos gucken. Wer ist hier, kleiner blonder Typi? Ein Gerücht ist, dass die Shark Gangs, dass der Boss in der Nähe von der großen Steppe abhängt. Ach du Scheiße, dann genau da, wo wir hin sollen. So, die Stadthalle. Mit lustiger Mucke wieder. Oh Gott, sieht der Bürgermeister? Da sind viele Schlangen und komische Hunde und rund um Onet. Ist der Bürgermeister mal ist der Bürgermeister einfach so geschehen und die machen, was sie wollen? Ich bin hier, um zu protestieren. Okay, der ist damit nicht einverstanden, dass hier der Bürgermeister das unternimmt, dass hier die Hunde rumrennen. Oh Gott, hallo. Keine Probleme hier, also. Nein, Problem. Oh, bist du nicht Ness? Ist heute kein Schultag? Nee, ist heute ein schulfreier Tag? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? Erinnere dich immer daran, deine Zähne zu putzen, bevor du ins Bett gehst. Hast du dein Bett sauber ordentlich gemacht? Was ist denn das für ein Sack? Wer sind sie? Woher kennen sie mich? Ich bin
Ich hab ganz schön schlechte Laune. Warum? Na, weil der Bürgermeister mich nicht mag. Ich denke mal, er... Ich glaube, ich sollte mich für eine Weile mal zurückziehen. Ja, dann, es dauert ein paar Stunden und so... Es dauert nur ein paar Stunden, um dieses Papier zu unterzeichnen. Hehehe. Ah, okay, gut. Also der macht hier Bummelstreik, oder was? Der braucht ganz lange für eine simple Tätigkeit. Hast du dich verlaufen? Wenn du einen Hinweis willst, komm und hol ihn dir. Ah, die Eland-Hinweisstation. Geil, wenn wir mal nicht weiterkommen, oder was? So, sind sie... Ich meine, es sind so viele Leute, sorry, ey, aber... Habe ich dir nicht schon erzählt, dass ich eine große Ameise gesehen habe in der großen Steppe? Oh, sorry, ich habe nicht geweint, dass ich wollte dich nicht spoilern. Ist ja geil. Ja, okay, die Leute spoilern. Alter, wie sehen sie denn aus, Mann? Das ist ja ober. Ja, irgendwelche seltsam aussehenden Kinder hängen in den Wäldern rum, im Norden der Bücherei. Ich frage mich, ob die Mitglieder von den Sharks sind. Ach ja. Um die Saat der Gang zu stoppen, sollte irgendjemand die Plätze da absperren. Denkst du nicht? Ja, welche Plätze würde ich abhängen? Also, ich habe eine Bewegung angefangen. Das, was den bösen Einfluss der Sharks für die Kinder von Onet stoppen soll. Ich nenne die Initiative eine frische Brise. Humdedumdum. Ich hau lieber ab. Obwohl ich natürlich Angst habe, dass ich irgendwas immer kriege. So viele Häuserdinger sind sie auch nicht so. Was sind sie hier schon die Hinweis? Wir haben keine... wir haben gerade keine freien Stellen für Arbeitnehmer. Okay. Ich arbeite in der Stadthalle, aber der... Aber der... Alter, der wird auch hier mobbt vom Bürgermeister. Ja, aber halt das bitte unter uns, okay? Tschüss, Mann, ey. Was ist denn los mit den Leuten? Die sind hier alle so ein bisschen busy. Aber mir macht ja voll Spaß, die Stadt kennenzulernen. Der eine will uns nicht spoilern, voll geil. Der Bürgermeisters Hauptoffizier ist im oberen Stockwerk. Du musst, bevor du ihn besuchen darfst, brauchst du eine Erlaubnis. Ich muss dich leider aufhalten, wenn du versuchst, den Bürgermeister zu sehen. Schaffen sie eh nicht. Oh, Alter, Mann, der Bürgermeister ist gerade beschäftigt, Mann. Und, während in der Stadt, Schwierigkeiten sind. Genau wie zum Beispiel wie die Sharkbande und dieser Meteorit. Ey, bist du nicht der Junge, der versucht hat, die Sharks wieder neu zu regruppieren? Nee? Wahoo! Du, war nur ein Scherz, Mann. Und dann werden wir da rausgeschickt. Okay. Okay, der Bürgermeister, vielleicht kommt das alles später noch. Wer weiß das schon? Ich jedenfalls nicht. So, okay. Hoffentlich sind nicht alle Städte so groß. Gibt's hier noch irgendwelche Lust? Ich laufe einfach mal auf der Straße rum. Ganz frech. Hotel, da kann man sich wieder heilen. Oh, ein Schmetterling! Greift ihr uns an? Alter, was zur Hölle? Der magische Schmetterling hat Ness entspannen lassen. Okay, hier ist eine Mülltonne. Ness grabbt in der Mülltonne rum. Und ja, was ist denn da? Was haben wir denn da? Ah, da. Okay, da ist nur ein bisschen ekliger Müll und. Ja, einfach nur Müll und Abfall drin. Also, okay! Was? Okay, ein schnelles Quiz. A Beatles-Song. Was zur Hölle? Na, kannst du den Blanks einfüllen? Yesterday oder nicht? Ah, das ist korrekt. Ich bin erstaunt. Okay, die haben die Beatles hier. Ja, das ist ja. Das Spiel soll ja wohl lauter Popkultur-Referenzen haben. Von früher halt, von den 90ern, die Beatles und so. Hallo, wer sind Sie denn? Die Stadt ist außer Kontrolle geraten. Die wilden Jungs und so, die hängen immer an der Stadt rum. Und die Polizisten, müssen echt jeden niederknüppeln. Ich überlege schon, ob ich nach Tucson abhaue. Eine Stadt im Süden. Der macht doch, Mann, wohnt hier jetzt Paula? Ich will Paula mal besuchen. Ich will Paula suchen. Nee, wer ist er denn? Ich will nicht erkannt werden, Mann, hier. Ah, Mr. Leier X Angerate, der Schatzjäger, hat irgendwas Interessantes gefunden. Ich habe gehört, er will es nur dir zeigen. Oh, okay. Leute, ich glaube, wir sollten nochmal zurückgehen zu dem, ihr wisst schon, der Typ, der jetzt... Oh, er muss wieder so weit latschen, ey. Aber okay, wo sind wir denn inzwischen angekommen in der Stadt? Ah, alles klar. Da unten geht's nach Tucson. Nach Tucson. So, im Krankenhaus müssen wir noch nicht hin. Bist du Ness? Mein Sohn hat gesagt, hat irgendwas gesagt, dass er zu einem Versteck gehen möchte. Ich weiß nicht, was er geredet hat. Wer ist denn ihr Sohn? Ich kenne doch gar keinen, aber die kennen mich alle. Was ist hier los? Wollt ihr mich komplett nutzen? Oder ist noch ein Haus? Hier sind noch zwei kleine Häuser.
die da so ganz bestimmt ganz komisch schmählich eingerichteten Dinger. Okay, warum hat der Typ hier Special Musik? Hallo? Wenn du in Schwierigkeiten bist, dann solltest du über irgendwas nach. Dann denk doch über einen Hinweis nach. Nein, ich will noch keinen Hinweis. Alles klar, dann bist du auf dich selbst gestellt. Auf dich selbst allein gestellt. Viel Glück. Okay, dann kann man also sich Hinweise holen. Merke ich mir mal. Aber ich würde eher, glaube ich, euch fragen. Was zur Hölle? Na, warte mal eine Minute, Junge. Mein Junge, ich könnte dir einen großartigen Hinweis geben für nur $35. Na, willst du einen Hinweis? Du willst es doch, oder? Nee. Na dann, du erzählst mir, du willst keinen, oder was? Du bist echt fies, Mann. Du würdest also sagen, $35 sind zu viel, Mann? Na denn, egal, ein junger Mann wie du sollte nicht so sein diese Tage. Also Mann, wenn du einen Hinweis brauchst, dann komm doch zurück. Ich bin hier die ganze Zeit, denn ich habe keine Freunde und meine Glatze ist schon ganz hässlich. Okay. Ah, ist doch schön, ich finde immer mehr raus. Die Stadt bietet echt ganz schön viel. Du siehst so hilflos aus, bist du okay? Was ist mit Ihnen, Mann? Ich bin ein junger Mann in den besten Jahren. Übrigens, ne, Ness soll ja wirklich 13 Jahre alt sein. Das ist irgendwie, keine Ahnung, woher weiß ich das nochmal, das habe ich irgendwie mal gehört. Ness ist eigentlich ein 13-jähriger Junge. Ach ja, und er rennt rum. Ach, ich weiß noch, was los war, als ich 13 Jahre alt war. Das waren coole Zeiten. Dun, dun. Oh, ich gehe wieder gerade hoch zu dem Mr. Leier, ne? So, oh mein Gott, der Hund ist schon wieder... Was? Der darf zuerst angreifen? Er knurrt mich an. Oder er macht ein großes Bellen. So. Oh, daneben. Warum? Oh, er macht schon wieder ein ekliges Grollen. Dum, 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 dum. Erstmal nur bashen reicht ja aus. So. Und der ist tame. Er wurde tamed. Tame? Ist er nicht zahm? Der Hund wurde zahm. Ja! Das ist Level 4. Oh, Baby. Alter, Offensive bei 6 gestiegen, Schnelligkeit bei 2. Guts, habt ihr mir auch erzählt, dass Guts ist Mut in dem Fall, warum auch immer, warum das Mut heißt, aber ist auch um 2 gestiegen. Glück steigt um 1 und HP, okay, nur um 3 leider. Oh, und, oh, Hypnosis Alpha haben wir jetzt als neue Psy-Attacke gelernt. Sehr geil, das ist doch geil, Mann, das ist doch einfach geil, Mann, ey. Das ist so schön. Und ich bin ja bei Pokis Familie und die geht mir am Arsch vorbei. Ich will zu dem Schatzjäger, zu Mr. X. Zu Mr. Leier X. So, ich hab die Hunde alle verschwinden lassen. Nein! Hau ab, du oller Hund, Mann. Jetzt reicht's aber. Mann, ich will doch nur rennen, aber es geht nicht. Oh Gott. Mann, nein! Ihr könnt ja auch mal fliehen, aber die schönen Erfahrungspunkte. Obwohl, guck mal, wie stark ich jetzt geworden bin. Obwohl, Offensive bei 6. Das ist ja krass. Au, 1 HP Schaden. Ich bin schon so stark. Dum, 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 dum. Alter, 28! Und er ist down. Ja, nur 6 Punkte bekommen, aber der Angriff hat sich quasi verdoppelt. Nicht schlecht. Oh, das war eine Schlange. Oh, da ist noch eine Krähe. Oh, das ist ja alles voll jetzt von den Viechern. Oh, düp, düp. Oh mein Gott, eine Klapperschlange oder was? Ne, eine gequirlte Schlange. So. Na toll, die hat sich um mich rumgewickelt. Do nothing. Ich versuche mal wegzurennen. Okay, wir versuchen wegzurennen. Obwohl sie sich um uns geklammert hat. Aber er kann nicht wegrennen. Ah, ich bin wieder frei. So. Oh. Okay, aber wir haben anscheinend schon so viel Verteidigung, nur weil wir uns eine Baseballmütze geholt haben, dass wir immer bloß einen Schaden jetzt kriegen von den Viechern. Und besiegt. Oh yeah. Und die geben wir bloß einen Erfahrungspunkt, ne? Hm. Okay, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Ich bin noch blinkig. Oh. Okay, Leute, einen Angriff habe ich geschafft. Ness, was passiert? Was ist passiert, Mann, Alter? Weil ich schon zu stark bin, oder was? Ist sie sofort gestorben beim Berühren? Ich habe gerade keinen Schnitt gemacht oder so. Das war gerade etwas strange. So, da ist ja die Tür so laufen. So, was hat er denn jetzt für uns? Alter, was hast du gemacht mit deinem Zimmer? Oh, ich habe das gemacht, weil... Ich habe das getan, weil ich dir vertraue. Als erstes, lass uns mal runter in den Keller gehen. Oh, ich kann dir was erzählen. Ich kann es dir in deinem Gesicht ansehen. Du willst hier nicht rumhängen, oder? Das ist alles schon in Ordnung. Nach allem haben wir keine besondere Beziehung zueinander. Ich weiß, du denkst, ich bin ein großer Lügner, aber vielleicht werde ich dich überraschen. Oh Gott, Leute, guckt euch sein Bett an. Naja, ich gehe mal mit runter. Dumm, dumm. Alter, was zur Hölle geht denn hier ab? Hey, eine Schaufel. Was ist das hier? Wie bringst du denn? Hier, checken. Keine Probleme hier.
Okay. Oh, der olle Typ. So, was hat der hier alle gebuddelt? Es kommt zum Secret Boss Tod. Zu stark. Alter, wie lange hast du dran herumgegraben? Ja, ist der Schatzsucher, ne? So, und er ist mein alter Kumpel hier. Wenn du das hier schaffst, dann... I have found proof of... Ich habe hier einen großartigen Schatz gefunden. Einen ganz dicken. Yeah, ja. Ich zeig ihn dir, aber du bist der Einzige. Los, komm. Warum will er mir den zeigen? Was wird denn jetzt für ein Schatz? Was ist hier los? Oh, Alter, was ist das denn? Krass. Ist das nicht... Das ist was? Das ist das Zeichen, was hier unter uns liegt. Es braucht nur ein bisschen Zeit. Nee, falls das Zeichen ist, was unter uns liegt, dann brauche ich nur ein bisschen mehr Zeit. Mein Schicksal ist zu finden und zu graben, um die verborgenen Schätze an die Oberfläche zu holen. Ja, ich werde immer noch Knoblauch essen und mich fit halten, Mann, um stärker zu werden. Geh jetzt nach Hause. Du stehst mir im Weg bei meiner Arbeit. Außerdem fängst du vielleicht an, gierige Gedanken zu haben. Lass mal kurz gucken hier, was ist denn das für ein Ding? Check. Die goldene Statue leuchtet sehr seltsam. Alter, was ist denn das? Talk to. Kann ich aber mit der machen? Nee, nochmal kurz checken. Okay. Cool, Typi. Das ist echt lustig. Schick. Zeig dir. Vor allem, ich zeig sie dir nur. Tschüss. Irgendwo ein Geheimgang hier? Geheimgang? Nee. Okay, dann, würde ich sagen, ist meine kleine Stadterkundungstour erledigt und wir gehen jetzt halt dahin, wo wir hin sollen, nordwestlich, ne? Ich denke mal, hier kann ich jederzeit wieder herkommen. Vielleicht irgendwann spielt eine goldene Statue mal noch eine wichtige Rolle. Können wir uns ja merken. Kannst du eine Schaufel mitnehmen? Ich will buddeln, buddeln. Darf ich aber auch nicht. Bum, 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 bum. Okay, dann hau ich wieder ab. Gibt's nicht irgendwie eine Abkürzung, dass ich irgendwo runterjumpen kann? Ach, zu der Zeit war es wohl noch nicht so verbreitet. Komm, auch sofort töten. Sofort töten, los. Oh, ich verstehe das nicht. Ich bash ihm einfach. Vor allem, wie schnell ist denn der? Der ist immer noch schneller als ich. Zack, aber nicht mehr so stark. Und da geht down. 4 Erfahrungspunkte jedes Mal. Geil. Das finde ich richtig nice. Richtig nice. Ey, das ist eine Höhle und das ist ein Haus. Da müsste ich an die Oma hin. Da werde ich sowieso jetzt gleich hingehen, weil es ist ja nord-südlich. Dum dum bam 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 bada bam 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 bam. Die Mucke ist immer so mitreißend irgendwie. Wir sind der 13-jährige kleine Junge, der von der... Los, komm, wieder finishen. Yeah, geil! Du hast gewonnen. Ah, das ist aber cool, wenn das irgendwann später so ist. Wenn wir stark genug sind, können wir einfach rumrennen und sterben sofort. Na, so muss das doch sein, Mann, ey. So gefällt mir das. Weiß man eigentlich, ob die für die Virtual Console Version auf der Wii U hier, ob die da irgendwelche Änderungen vorgenommen haben? So zum Beispiel halt, dass sowas passiert oder ob das einfach nur echtes Original ist. Ah! Ah! Oh! Alter, warum? Voll rot. Was ist hier los, Mann? Okay, ja, der Hund hat eine Angriffsattacke. Alter, wir verdreschen hier einfach Hunde mit unserem Baseballschläger. Okay, der scheint ein bisschen stärker zu sein. Der hat gerade nur 20 Schaden gekriegt. Also nee, er hält mir aus. Stärker ist er nicht. Dum, dum, ba, bam, bam, ba, dum, bam. Da geht er down. Und immer noch 4 Erfahrungspunkte. Und ein Geschenk hat er hinterlassen. Und es ist eine Bread Roll. Habt ihr mir auch erzählt, das ist ein Brötchen. Okay, ist alles klar. Wir sind sie hier. Nes! Ich ver... Was? Was? Ich schaue... Mein Duty heißt doch Pflicht für das Versteck. Du passt auf den Versteck auf, oder was? Kannst du... Ah, okay, er passt gerade auf das Versteck auf und soll ich... Kann ich abklatschen? Kannst du übernehmen? Ja, mach ich. War nur ein Spaß, Mann. Ich bin hier... Bean Watched Out ist mein Job, ja. Wache stehen ist mein Job, Mann. Der sieht ja aus. Hey, was ist das? Kann ich hier rennen? Kurz hier checken? Hm? Geile Probleme hier. Oh. Ach so, ein Mist. Oh Gott, eine Krähe, die gehört, glaube ich, nicht zu den... Ah, da ist doch so, da ist ein Haus. Krähe, hau ab, Mann. Oh, in den Busch. Hinter den Busch angegriffen und auch wieder rot. Das wirkt immer so, als ob die Gegner stärker sind. So, was, der lächelt? So, hat ein großes Grinsen. Aber, und trotzdem besiegt. So viel... Ah, die Hunde bringen am meisten Erfahrungspunkte, ne? Ja, 3. Und wir kriegen von dem Vieh einen Keks. Cool. Was für ein nettes Vieh. Oh Gott, was ist das denn? Ein Maulwurf. Okay. Oder? Nee, doch nicht. Wer ist das?
Ich bin nicht dein Gegner. Ich bin einfach nur ein... Ich bin einfach nur ein stinknormaler Maulwurf. So, also willst du Hinweise haben, für um Gegner zu bekämpfen? Ja, erzähl mal. Also hör genau zu. Mein Hinweis involviert mit... auf welche Art und Weise du einen Kampf beschreitest, wenn ein Gegner ankommt. Ja. Wenn du Gegner erlaubst, dich von hinten anzugreifen oder von der Seite, dann, ja okay, dann haben die eventuell die Initiative und greifen dich zuerst an. So, wenn, wenn they approach you this way, your TFO screen, no. Ja, erstmal hier wieder die vierte Wand durchbrechen. War doch so. Redet erstmal mit uns. Ja, also so, dann wird dein Fernseher, ich meine die Welt vor dir wird rot. Ah, okay. Alles klar, wenn die den Kampf mit rotem Wirbel beginnt, so wie eben schon ein paar Mal, dann heißt es, die haben die Initiative. Aber andererseits, wenn du einen Gegner von hinten angreifst oder von der Seite, hast du die erforderlichen Attacken, hast du die Initiative. Ja, in diesem Fall dein Fernseher, schon wieder. In dem Fall wird der Wirbel grün. Alles klar. Ja, okay, ja. Also kämpf immer so, dass du den Vorteil hast. Ja, ist kein Problem. So, bin ich hier richtig, oder was? Ja, die große Steppe. Okay. Oh, Gefahr. Norden, auf der Spitze des Berges. Gefahr, nicht betreten. Ach man, warum denn nicht? Hier ist doch alles grün. So schöne Bäume. Oh Gott, was seid ihr denn für Typen? So, was ist hier? Okay, Reisende, Unterhaltungscheck. Was zur Hölle, Mann? Do not enter. Muss ich hier jetzt rennen? Die Tür ist abgeschlossen. Okay, was seid ihr für Typis? Ah, der Club, oder wie sagt Shack, keine Ahnung. Der Club hier ist abgeschlossen bei irgendjemand von der Stadthalle. So können wir es nicht benutzen. Der Grund dafür, dass es geschlossen ist? Naja, weil irgend so ein Punk namens Frank hat den Platz kaputt gebasht oder den Platz zugemüllt. Was für ein Arsch. Ja, Mann, wir können nicht mal unsere Klamotten auswechseln. Und die Hotels sind viel zu teuer. Oh Mann, ey. Ja, okay, der erzählt ja noch dasselbe. Alles klar. Also wird hier irgendwie so ein Club sein oder irgendwie sowas, so ein Unterhaltungsetablissement. Ne? So, oder denn? Ja, tut mir leid, Lungs, aber da kann ich nichts für. So, die will ich jetzt auch hier mal von hinten sneaken. Hoah! Okay, das war jetzt ein normaler Swivel. Also ist er wieder down. Den Erfahrungspunkt nehme ich noch mit. So, wo sind wir denn hier? Hier ist doch gar nichts. Ich denke, wir sind ja bei der großen Steppe. Psst! Hey, psst! Alter! Was ist, wenn irgendjemand uns hört? Ja, stimmt. Fester. Pst. Ja, du Arsch. Okay, was so? Ja, weil, Alter, hier ist der innenstädtische Puff. Alles klar, wissen wir auch Bescheid. Daraus kommen immer irgendwelche Stöhnsounds und so weiter. Alles ist schon, ich hab's verstanden. Lass mich in Ruhe, Mann. So, was ist denn das jetzt hier? Hier waren wir ja schon, hä? Oder muss ich jetzt eventuell irgendwas unternehmen, damit ich da reinkomme zu den Leuten? Bisher, da war ein Hund. Ah, der Hund! Du. Alter, rennt da einem lange hinterher. Fieser Sack. Okay, aber Leute, ich würde sagen, das war das Ende vom Part. Das Ende von dem Part. Ich werde einfach mal fragen, wie war es? Irgendjemand hat da abgeschlossen? Das geht ja so nicht. Hier, nimm den Schlüssel und öffne die Tür oder so. Weil da ist ja eine Höhle da drin, dahinter. Ich glaube, ich muss dann einfach raus. Aber das werden wir im nächsten Part mal erforschen. Ich gucke mich dann hier genauer um und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao!